War es der dritthöchste Prior-Pick, wenn Wukong jetzt auch rausgebannt wird? In, meinst du Jungle? Ja. Wir haben... Mann, okay. Wir können Shyvana, Udyr... Shyvana, Udyr... Wahrscheinlich Shyvana, oder? Wir können auch Jarvan selber picken dann. Ob du mal drauf fühlst? Klar. Easy League. Ich denke, wir werden noch einen Midliner machen. Ich glaube, Azir. Silas. Silas. Das heißt, wir bannen jetzt Jarvan. Ja. Alles bannen schnell. Ja, vor allem wenn die Seraphin spielen wollen, vielleicht. Silas wird fast immer Red Tide gebannt bei den Pros. Hm. Die First picken den aber auch alle. Ja, das stimmt. Okay. Wir antworten, glaube ich, mit. CW Wukong. Sie will Wukong. Den Braum können wir, also die werden jetzt nicht Braum Seraphin spielen, ne, ich denke. Also ich glaube, Wukong ist hier der Way to Go. Ja. Definitely. Gute Draft Prop. Ich bin zufrieden bisher. Ja, müssen wir schauen, wie das jetzt im späteren Draft verläuft. Ja, also wenn die jetzt noch keine Mitte picken, würde ich auf jeden Fall den Malsacher nochmal rausnehmen. Kiana im Jungle, jetzt wahrscheinlich vielleicht noch eine Senna oder so, aber dann wird es dieser Squishy. Kai. Kaiser. Okay. Das ist Senna, ist Seraphin Mitte. Oder Support? Senna. Ich würde Senna auf Mitte denken. Seraphin meine ich. Ja, Senna, ne? Ja, Senna. Jetzt im Baum? So, also ich würde hier einen Baum reinpicken, ja. Into ja. Seraphin Ult, into oder Kai. Wollen wir schon eine Mitte securen jetzt? Ja, passt. Nee, ich glaube, der Braum wird auch weggebannt werden. Okay. Und wir haben noch Mittelpicks. Wir haben genug Picks, ja? Gegen Ami! Okay. Weil wir haben den Azir noch offen, wir haben den Corki noch offen, wir haben Sven noch offen. Mhm. In Notfall spiele ich einen Victor oder Rice. Das heißt, wir bannen Supporter oder gut? Ich würde einen Nautilus bannen, tatsächlich. Mhm. Einfach Engage weg. Und Renata oder was? Rein. Renata Kaiser ist schon ziemlich weak, aber ja, könnte man theoretisch auch bannen. Die brauchen Frontline auf Bord. Die brauchen halt Frontline. Wir könnten. Weil die können noch Sion top spielen, aber das können halt easy counter. Ja, den Sion können wir echt bannen einfach. Wir haben zwar Antworten, aber wir müssen jetzt nicht free Frontline geben. Die können keine Ohren picken in den Baum. Machen die nicht. Obwohl ich eigentlich nur eine Ult blocken kann, aber ja. Checks bannen. Spricht eigentlich mehr für Camille. Das ist super für uns, dann kriegen wir einen Prior Midlaner. Das ist. Wenn die Jax bannen, würde ich eher Camille bannen, hab ich gesagt. Ja. Ja. Wir haben mehr Antworten in Sion. In Sion habe ich mehr Antworten als in Camille. Ja. Imagine Seraphin Support, Kiana Mitte. Ja, kann sein. Okay, und der Ohren rausgenommen, wir securen jetzt Azir, würde ich behaupten. Birdie. Das geht alles, grüß dich. Oder willst du was Birdie. Anderes? Der Technikseite, den enjoy ich immer, wenn er reinstreamt. Letzten Tage. Lock it in! Ja, okay. Ich wollte nochmal Finales von dir secured haben. Ja, das danke für dein Follow. So, ich hab verstanden, ready. Oh, ich hab verstanden, Corki. Birdie. Das ist eine Taube. Hm. Dann wäre sie eher Dove, aber na gut. Birdie-Fan. Okay, das ist die Frontline. Ja, Silas wäre schon ein Schmecker. Ja, Silas wäre wild. Ja. Fiora Blindpick. Ember? Nee, das ist gewagt. Was haben wir denn für eine Antwort auf Fiora? Okay. Gangplank, dein Pick ist auch ist noch wilder. Sehr wild, ja. Was haben wir denn? Wir haben Irelia, wir haben schon einen sehr guten Teamfight. Du kannst dir für deinen Lane picken und wo du dich comfortable fühlst into GP. Ja, wir hätten Irelia. Aber ein paar Irelia, ja. Können aber auch was anderes spielen. Wir können auch Gnar spielen oder so, ist okayisch. Also Gnar, Gwen, Irelia, alles geil. Gwen ist kacke gegen. Gwen ist kacke into GP. Ja. Dann gib mir Irelia. Die B-Counter. Okay, wusste ich nicht. Ich habe das Matchup sehr oft gesehen, aber wahrscheinlich haben wir dann zuerst gepickt. Ja. Ja. In der Regel ist es so.
Es gibt bestimmt Psychopathen, die das auch andersrum spielen wollen. Ja, Gangplank OTPs. Gwen OTPs. Gangplank OTPs. Gangplank will ja in Gwen spielen. Ich weiß nicht, hier macht Conker kaum Sinn, ne? Für dich nicht, nee. Du solltest, glaube ich, Aerie spielen oder sowas. Ich glaube, First Strike ist the way to go. Nee, die, ja. Pokt mich, ja. Ja, okay. Wie du meinst. Aber du kriegst ja trotzdem ein Late Game Value, das ist ja eher eine Late Game Boom. Ja, aber du kannst es ja auch nicht gut procken, wenn du gepokt wirst. Ja. Wir sind eher so golden von den Skins her unterwegs. Ja. Ich hab Warring Kingdoms, also ja. Good, nice. Ich hätte auch den Custom Skin nehmen können, also den Standard Skin. Bei Discord. Okay. So, wo wollen wir Jungle Pathing machen? Ich würde oben starten wollen und runter pathen. Also machen wir wie gestern den Cover. Mhm. Okay. Ob wir den als Standard Cover jetzt machen? Ja, ich guess, wenn ich unterpaffe, schon, ja. Oh. Also Tom, du gehst quasi... Ach stimmt, Tom war nicht da. Nee. Du gehst Mitte Prime, mit genau. Aaron. Mitte Karan. Mit Aaron oder alleine? Alleine. Alleine. Aaron geht quasi da drüber und Lukas da drunter. Ah, okay. Ja, und warum bin ich so nervös, Jungs? In der Lane, also ich werde mein Spellsheet nicht für die Combo benutzen, ich werde mein Spellsheet für die E benutzen von Alistair. Ja, oder für Kaiser W, maybe. Oder Kaiser W. Ja. Professor Kakashi, auf geht's. Du musst halt auf instant geht's auf mich jumpen, wenn der Alistair auf mich jumpt. Also, und dann halt instant mit der E. Die keine Quick-Combo von Kaiser raufkriegen. Generell auch die Q darf eigentlich nie Single-Target auf mich gehen, sonst ist das Matchup verloren. Und allgemein sollten wir einfach versuchen, Push zu securen. Wenn wir irgendwie 6 auf die Kaiser raufkriegen, dann können wir das Matchup spielen. Das ist also playable, auf jeden Fall. Aber der Alistair ist schon ein bisschen ein Counter für mich. Du darfst nicht vergessen, der Alistair ist der schlechteste Spieler von denen. Der ist auch kein Support-Man. Das könnte auch ein Smurf-Account sein, I don't know. Also so. Nee, der Alistair spielt ein Darkstar-Shack, der hat schon mal keine Ahnung. Okay. Also, den könnt ihr vielleicht abusen. Wenn der Aftershock raus hat, könnt ihr den wahrscheinlich runterrennen ich sogar. Ich spiele alle entweder Glacial oder, glaube ich, Facewash. Aber das Matchup ist nicht wirklich favorable. Kaiser ist ein besserer Duelist und Alistair kann ich nicht specialen. Also, ist schon, der Raum hat zwar Value, aber ich bin halt als Sie ein bisschen gecounterpickt. Hättest du vielleicht auf Toplane nicht Resolve mitnehmen sollen? Nee. Mit Second Wind? Und nee. Dann nee. Aber die ja, Q-Poke ist schon ein bisschen disgusting. Dann kannst du doch free traden, oder? Doch, also ich renne einfach runter. Ich will auch nicht traden, ich will Level 6 richtig runterrennen. Na klar, aber du musst ja die Lane überleben bis Level 6. Fokus. Lass jetzt nicht hier die einzelnen Entscheidungen der anderen in Frage stellen. Richtig. Ich kann das nicht skillen, wie gemein. Tja, du bist halt nutzlos. Ja, Mann. Aber die auch. True. Oh, Warte, komm. Alistair, Warte. Do it. Don't what? Lol. Lol? Okay. Hey. I guess he dropped on slow. Ja, erste Key ist glaube ich echt nicht so gut auf ihr. Ist okay, wenn du... Ja. Erleashed? Ja, vollkommen voll. Heal eigentlich hier sehr viel. Also bei den Raptoren. Ich bin sonst sowieso am Fake-Leashen gegen Gangplank, weil ich nicht in die Lane reingehen kann. I really should have stretched first. Ich kill you, Dance. Ich würde definitiv backleash gehen, aber wir pushen sowieso.
Ja, Gangplank macht das gleiche. Geht auch für ein Fake-Ish. Ja, was ist da? Also wahrscheinlich kein Leash vom Gangplank. Ja, so aus dem Botstadt. In die Wave für Pussy. No appeasement. Oh. Okay, Flash raus, Bot. Alice hat Flash. Yeah, nice. Wird die Wave crashen können? Yep. Wir müssen Kiana Level 3 gegen uns später passieren. Die hat Bot gestartet, ne? Ja, ja, die könnte direkt überlegen. Ah, ich weiß nicht, ihr Waveset oben ist nicht so gut. Ist nicht schlimm. Ist komplett gut für mich. Hat geflasht, ja. Okay, na dann ist es echt schlimm. Hat Flash TP'd, alles easy. Bot ist crashed, wir werden Ward platzieren. Wir können Krabbe easy securen, wir haben Bot in alle Pleur der Welt. Ich hätte vielleicht Kyle gehen können jetzt, aber... Ich kann actually auch jetzt pushen lassen, dann können wir vielleicht sogar für den Gank angeguckt. Die haben nämlich nichts gewardet bisher. Jetzt haben wir die Tribush Ward, aber keinen anderen. Ich würde dann jetzt aber den Push geben, weil die wahrscheinlich die Topside sein wird. Die wird Top sein, ja. Die Top sein, ja. Das heißt, ist kein Problem, wenn wir Push geben, dann können wir MLB für den Gank angucken. Ja, wieder noch. Top. Ja. Give them an inch, they'll take a kingdom. Sehr schön, avoided den Game. Wir sehen auch, dass die Base geht. Ja, und wir können ja vielleicht einfach den Alistair runterrennen ohne Flash. Du, ich weiß nicht, ob du Krabbe machen musst vorher. Du kannst musst es nicht, nein. Kannst du aber. Wir haben easy den Stop geschickt. Außer es gibt keinen Kampf. Nö. Fine. Die Kiana hat eh nicht so viel CS wie ich. Bin eh schneller. Ja, das als Wukong. Ja. Hättest du hier noch Diana gehabt, der wäre es schon mit dem zweiten Full Kill. Im Tribe ist schon die Ward, hab ich gecallt. Oh. Dann können wir nichts machen. Wir gehen für die Vision, I guess. Ja, ich hätte eben mehr, also wir hätten den Gank machen durchkriegen können. Okay. Ich guess wir halten den Freeze jetzt, aber ich glaube, ich hätte einfach über den normalen Busch gegankt. Mit Dex auf den Alistair runtergekommen. We can still go, actually. Ja, ja. Ist spät. Ja, das ist gut. Ich glaube, Lukas muss ein Reset. Ja. Ja, Kiana wird auch Bot sein jetzt, ne? Na gut. Ja. Meine Beste ist der. Ja, na, warte. Der hart pushen und resetten. Father, Mother, Zealous, all my own God, what I will. None of them ever had a chance. Weiß ich, ob den Freeze können sie eigentlich nicht halten, weil dann kriegt ihr übelst gleich den Reset-Timer. Ja, das wird eh ein Slowpush. Das ist okay. You do not know burden until you've seen 1000 people hanging on your every word. Kiana müsste Topseite sein. Okay. Kriegst du irgendwie noch ein Ward rein? Ich ja. Aber kein Tiefen. Wurde die Pflanze benutzt? Ich weiß nicht, er ist aber eigentlich in der Base, also das müsste eigentlich Kiana sein. Können sie eigentlich nicht sein. Ja, aber wer sonst? Also Alistair war in der Base. Gangplank jetzt Level 6. Wir müssen Tribush warden jetzt. Ich habe einen Ward, ich würde die Wave pushen, dann Tribush warden.
Die werden wahrscheinlich gleich ein Support platzieren. Ich muss jetzt hier gleich die Botseite invaden. In Red. Ja, Alistair hat wahrscheinlich noch nicht platziert den Controller. Okay. Keine Vision, wir können einfach den Held mal in den Impact machen. Ja, können wir. Gameplay kein Ult. Ich spiel mal bitte. Okay. Achtung, wir haben nicht gerne gespottet. Oh, müssen wir aufpassen. Oh mein Gott, Blade. Halbe Sekunde zu spät, mein Fehler. Sorry. Aber ich hab DP. Ist nicht zu schlimm. Ja, du kannst die Wave noch cashen. Jana wahrscheinlich in unserem Top-Jungle. Headshot. Ja, wir können hier Botten gewerfen. Aggression, keiner oben. Wo ist die? Tribush. Oben. Wie ist der Base gekommen? No. Nochmal ein Wort für Troubles, da wird man gerade stehen. Da also steht wahrscheinlich der Controller. Ja, ja. Können wir aber clear. Hier ist Blubber von Wölfe ab. Ja, die wird das einfach, die wird das jetzt auch clearen. Naja, die wird jetzt in ihre Topseite reingehen. Ich nehme Mitte. Aha! Gehen wir verhebelt? Wir schon können, ja. Dann gehe ich jetzt zum Herald. Ja, ich bin fein unten. Jana könnte mich auf Level 6 diven, aber ich kann es avoiden, wenn ich eine Wave droppe. Also, es kann gut sein, dass Kiana gerade hier ist. Ja, ja, I know. Die müsste eigentlich ihre Topside jetzt clearen, aber eigentlich es kann sein, dass sie unten für den Dive spielt. Tick. Wenn wir Raum spotten. Wenn die Raum spotten. Jetzt auf den Gangplank drauf machen, Lukas? Ja. Ich gezeigt. Gerne top. Ja, ich bin Auto, wir sind mehr. Botlane jetzt missing, ne? Gerne Ult, gerne Flash. Hit. Okay. Botlane könnte. Alles gut, ich hab den Tower getankt, alles ich easy. Ich hab seit 30 Sekunden jetzt nicht gespottet, die Botlane. Warte! Wir sollten fürs erste Dings lassen, glaube ich. Aber Seraphine ist immer noch Mitte. Ihr könnt nicht machen. Die Botlane wird kommen. Das ist super, wenn sie nicht kommen. Ich ja, die sind nicht jetzt hier. Aber ja, nicht exakt gemoved. Die sind nicht gemoved. Sonst wäre Seraphine auch schon längst gemoved, wenn Botlane auch da ist. Ich hab keinen Smite, aber wir sollten Fan sein. Wir sollten Botlane Herald placen dann. Mit dem nächsten Drake. Ja, ist gut. Dann kriegen wir Bot Tower wahrscheinlich sogar. Exakt. Es ist wichtig, dass wir jetzt auf keinen Fall irgendwie vorher nochmal irgendwo gecatcht werden, weil das Play ist Game-Winning für uns, wenn wir das durchkriegen. Es sind Pinkies, das da. Mein. Lukas. Das ist mein. Der Monkey. Ja, noch. Och man, das ist scheiße. Ich hab grad die Möglichkeit, ihn zu all-innen eigentlich. Imagine, mein Tommy World wäre nicht da gewesen. Ja, wer will. Renn direkt unten durch jetzt. Hallo Bodo. Ja, wir müssen erstmal Vision klären. Hallo, auch mal wieder da. Okay. Wir müssen Botlane rauspushen und Vision klären. Weil die haben jetzt gerade welche geplaced. Scheiße, ich hab so getrollt. Weiß ich keine Ult. Mit dem Mist läuft uns zum Botside. Oh! Oh, Kiana am Top, die live mich. Ich komm. Wir spielen das. Okay, Flash raus. Können wir dann noch rein? Flash Ult vom Raum? Oder Flash Q? My bad, you gemist, lol. Digga, ich bin der beste Spieler der Welt. Das war ein sick Flash, by the way, von der Kill. Ja. Aber von dir auch. Also war ein guter Trade. Sie stirbt halt, wenn sie flasht. Wenn die noch da bleibt. Die ist immer noch hier, die Kiana. Ja, die haben mich gerade schon versucht zu diven. Wir können hier unten einfach reinpushen. Maybe sogar einfach jetzt. Ich laufe mich das Top schon. Zu Flo. Mal gucken, jetzt auch wir können auf der nächsten Kenwave hier Harry placen, dann auf der nächsten Kenwave. Oh mein Gott. Diesmal kann ich's nicht avoiden. Keine Ult, nix. Das ist okay, die haben keinen hier zum Helfen. Ich meine, Seraphine kann move.
Müssen wir auch respektieren, aber die hat keine Ult und keinen Flash. Er kriegt for free den Turm da, oder nicht? Ja, ja. Harold jetzt placen, Harold placen. So, die ist drin. Okay. Die können ja nicht. Ich mal top. Snap, danke. Kann Irelia dann auf Mitte move? Naja, klar. Auch. Logisch, logisch, logisch. Er kann schon eigentlich top move. Ich kann top move. Okay, gut, das ist auch okay. Drake dürfte auf free sein. Ich will hier nicht fighten, ich will hier nicht fighten. Nee, wir wollen lieber Drake nehmen. Jetzt folgen. Kiana hat. In die Kiana? Runde. Aber die hat keine Ulti, Kiana. Die hat keine Ulti. Einfach auf Drake, einfach auf Drake. Das ist so viel gewesen. Ja, aber. Nee, also ich will das jetzt nicht. Ich will einfach Drake. Schade. Ja. Wir machen hier keine Risky Plays. Weil das könnte ein ewig eger Fight werden können und dann verlieren wir Drake random. So, ich hab übel viel Gold, ich nehme Reset, ich hab mein Ding. Ich würde gerne auf Mitte moven vom Spawn. Ja, was macht er denn? Ist er dumm? So. Könntest du runter moven, Asir? Ja, nach der Wave. Nach der Wave, genau. Oder soll ich nochmal die eine Wave hier annehmen? Nein, nein, passt schon. Und droppen wir eine Bot Wave, das ist aber egal. Ich hab bekommen. Muss den Reset nehmen. Der Shadow. Kiana top. Die ist auch nur top. Actually, ich, Naja, die hasst mich leider. Aber ist scheißegal, weil wir gewinnen so hart. Juhu. Du bist auf 13 gesehen, Squad. Darf ich dich nehmen? Nein. Ich cover dich. Darf ich nicht? Nein, Recall einfach. Recall einfach. Die hat Wave, die sehr auf dich. Du brauchst Tempo. Ja. Ich hab 1000 Gold. 1100 oder so. Wir brauchen Tempo auf der Map, um den nächsten Harry zu setupen und maybe Topside jetzt ein bisschen mehr zu covern, damit du halt nicht die ganze Zeit. Nö, brauch ich nicht, alles gut. Ich kann die 1v2 bald killen. Ja, aber wir wollen sowieso jetzt im Topside rumstehen. Warum? Deswegen. Wegen Harold. Achso, aber in 2 Minuten. Dann können wir vielleicht auch mal die Kiana punishen, wenn Kaiser Botzeit, Kaiser Botzeit. Kiana ja, ist das. Und die Kiana auch. Aber vielleicht können wir dich jetzt mal die Kiana irgendwie counter ganken oder so. Na gut, die ist ja jetzt unten. Ja, ja, aber die wird eh wieder machen. Bist du da fein? Ich bin fein. Du kannst einmal den Topside da durchsweepen, beim hier zum Beispiel. A6. Die Kerner unten. Kerner hier. Wir können die Topside invaden, maybe. Hallo, ich bin da. Ich bin da. Sorry, ich wollte nicht nehmen. Alles gut, ist nicht schlimm. So, können wir mit dem Play machen mit Azir? Nur mit Azir? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Du kannst oben pushen. Mhm. Mach dir mal ein Ward, falls sie. Die wollen mich! Ja. Die können dich nicht kriegen. Dann sollten wir Topside invaden jetzt von links rum. Die Camps sind ab. Die Camps sind ab. Lass mal ein Pink Ward. Wir haben genug Pressure oben auch, dass wir die Topside invaden können. Mhm. Und wir haben noch Azir TP auch. Die haben keine Gangplank, ne? Ich hole jetzt Push. Gangplank TP raus. Ich move in River. Kiana Bot. Kiana kommt runter. Kiana Bot. Sehr gut für uns. Wir kriegen Free Harold gleich. Und halt ja, die ganze Topside. Oh, ja, darf ich den Will nehmen? Ja. Aber nee, wenn du smiten musst, dann smite halt. Hast du Smite für Drake? Weiß ich. Ja, okay, ja. Für Harold. Seraphine Missing, Achtung. You do not know Burden until you've seen a thousand people. Wir spielen hier nur für den Harold, nicht für irgendwelche Random Fights. Wir können turnen, wenn die kommen, aber wir wollen erstmal den Harold spielen. Du kannst auch das Camp nehmen. Ja, oh jo. Ich hab gedrückt. So, ich würde noch eine Midwave reinpushen, dann auf Harold moven. Die Kiana ist jetzt Topseite. Die Kiana ist Topseite. Kommst du raus? No. So, eine Midwave und dann move wir zusammen auf den Herald rein. Wann haben wir Irelia Ult? 15. Wir sind zu viert, ne? Was ist mit der Bot? Ja, wir spielen das. Wir haben ACTP, Ich lauf zu euch. Ein Ward. Ja, das ist okay. Ich lauf einfach. Also ich hätte da TP, aber na gut. Whatever. Jetzt haben wir von der Tempo dadurch. Dann muss ich jetzt noch eine Midwave reinpushen. Okay, wir fighten. Kiana. Ist down. Schöner Ult. Seraphine, Fokus. Ja, Alistair. Sehr schön. Okay. Also
Also ich hätte mit dem Engage ein bisschen auf Asia gerne gewartet, aber hat funktioniert. Ja gut, die kamen halt gut, actually. Die haben sich big gesplittet, das war ich schon. Ich wusste genau, stark. Wann die Seraphine ultet. Die Fotze. Ja, hey, Wortwahl bitte on stream. Wir sind on stream, ja. Sorry. Die nette Dame. Können wir noch actually einfach resetten für Drake, no? On my way. Ja. Muss den Reset kriegen. Ja, ich glaube, ihr solltet auf meinen Reset aufwarten. Nee, ich glaube, du darfst nicht resetten. Ist okay. Das ist fein. Du bist eh nur für deine E da. Deine Stacks. Mann. Die haben actually keine Ults. Ja. Ich auch nicht. Wir müssen da trotzdem reinmogen, fix. Einfach rein, wir fighten den. Scheiß auf den Drake. Wir fighten zu geslowt. Ah, der ist die Gangplank Ult war insane. Okay. Gut, da haben wir ein bisschen unser Tempo verkackt. Aber wir können den Fight noch spielen. Ja, wir sollten jetzt aber nicht reinschätzen, wir sollten Mitte Turret nehmen. Ja. Mitte Turret und Bot Wave und Top Wave. Also ich würde gleich mal gerne resetten. Ja, du kannst jetzt resetten. Kiana hat ihren Jump verkackt. Bin auf der drauf. Okay, das ist noch ein GP. Ja, ne? Oh mein Gott, die hat einfach ihren Sprung verkackt. Okay, wir nehmen Turret. Ja, okay, das kriegen wir leider nicht. Kann noch den Herald placen, ne? I guess. Na, okay, jetzt. Wir können fighten. Hast du den noch? Wie lange hast du den noch? Oh, noch lange. Okay. Dann warten wir damit. Wir können damit actually vielleicht einen Baron Play machen. Danke, Bojo. Welche Boots nehme ich denn? Ich glaube Armor. Okay, wir sind stark genug und können mit dem Herald einen Baron Play machen. Ja. Think so, ja. Ein Bot und Push. Ich hätte gerne mein zweites Item eigentlich. Ja. 600 Gold. Das schaffe ich in einer Minute nicht. Ich bin nicht unfreundlich. Ich bin ein warm und caring Bot. Oh, ich könnte mal kurz hin. So, wieder da. Hey. Du warst weg. Ja. Mein Papa ist ins Zimmer gekommen. Oh, wir können alles hochkommen. Ja. Ja, wir kommen hoch jetzt zu dir. Kiana wird kommen. Aber hat er mit? Alles. Flash und. Wir können hier für Botland hier Top-Land hier 2 spielen. Ich hab mein zweites Item. Der GP hat Flash raus. Kann wir einfach hier Top-Land in den Herald placen? Unterwegs. Oder kannst du actually mit einfach der Feind oder eine Aro machen? Hinter euch alles da, ne? Ja. Und Kiana. Kiana ist da drin. Ja, Eiser hinter euch. Hab die Ult abgebrochen. Du hast ihre Ult abgebrochen? Ja. Digga, ist die sauer dann. Ich geh mal schnell hoch. Nash. Aaron. Ich hab die Ult abgebrochen. Ich hätte die Ult noch geflasht, also es hätte nicht viel gemacht, aber es ist insane, dass du die. Alter, hast du dir gerade den einfach gesmited? Ja, hab ich. Ich brauch's. Sie ist so Blue Buff abhängig, ne? Eh. So eine Mana von mir. Ja, man, dieser Ace. Mama. Ohne Scheiß. Ich bin schon hier sein Minion, Alter, sein Sklave. Können wir das hier machen? Ich renne nur hin und her. Ja, ist doch gut. Wir haben proaktive Plays, sei happy. Das redest du schon wie so ein Grandmaster-Spieler. Proaktive Plays. Nice, schöne Solo-Kill. Die hat kein Flash mehr. Okay. Jetzt wieder Fokus. Drake in 1. Ich will die Krabbe nehmen. Warum ein Frozen Heart? Also ich will unbedingt hier wissen. Ich würde ein Frozen Heart bauen wollen jetzt, wenn das okay ist für dich. Ja, ja klar. Dann geh ich noch zwei Okropose. Oder für Asi. Nice. Wow. Ich hab nie von dem Item gehört. Was macht das? Wait, echt?
Alles gut, ich weiß, was das war. Ich nicht, erklär mal. Können wir hier zusammen reinlaufen, sogar mit? Erklär mal fürs Video. Ich rufe eine Midwave raus und dann gehen wir in den Botzer Jungle von dir. Bisschen Learning Content. Aha, da ist ein Wort. Ein Wort. Ich kann die rausbringen, die gehst du mal rein. We are the children of the first lands. And we will not. Weil die dürfen hier nicht so vorlaufen. Gangplank moved in euch rein von unten. Ja, ja. Das ist fein für uns. Wir haben hier alle Pfeffer der Welt. Ich setz mal einen Midname-Tipp. Okay, das ist gut. Hier ist ein Red Buff ab. Aber den müssen wir nicht mehr. Nee, ist nicht ab. Hier sind Qiyana und Gangplank. Das war ein Alistar, der da drin steht. Hier ist eine Qiyana drin. Aaron kann Mitte ziemlich gut pushen. Drei Leute hier. Ja, Aaron pusht Mitte, 15 Sekunden auf Drake. Wir können jetzt für den Gate-Snelby gucken, den wir haben. Wenn wir Botland rausgepusht haben. Wir haben ja Azir, der gerade mal eben getötet. Aaron ist am Smurf. Qiyana hinter dem Boden. Qiyana auf dem Meer. Kommt auf Qiyana. Ja, das sieht sehr gut aus. Warum sollte ich laufen? Der TP hat die actually abgestreckt, ne? Ich glaube, die wären beide reingerannt. Ja, ja. Was auch okay gewesen wäre. Ja, genau. Wäre lieber ein. Wer habt das? Oh, ja. Hängt das? Ich denke. Gut. Ich denke. Ich gehe raus. AD Carries, OP. Actually hätten wir die killen können. Ja. Aber ich kam halt in die andere Richtung nicht mehr. Den Drake. Ja, wir gehen zum Drake jetzt. Habt ihr den? Darf ich den Top-Dragon reinlaufen? Ja. Ja. Ja, kannst du. Da ist niemand. War leider auch keine Kämpfer. Ich brauche nicht. Gut. Ich habe jetzt drei Items. Digga, ist lange her, dass ich einen Competitive Money Räder spielen durfte, I guess. Ich find's geil, wie alle Leute Tode haben und du einfach so sehen. Ja. Ja, ist okay. I like. Der GP hat auch 5. Jo. Wir sehen, warum das Game gespielt wurde. Kaiso will hier das Shutdown-Gold haben, aber dann werde ich die Shutdown. In kein Gold für den Turret, right? Doch, haben die. Doch. Nee, ich meine jetzt. Kein Local. Doch, aber kein Local. Wir können hier Topside-Kontrolle einfach aufbauen oder Botseite, je nachdem, worum wir spielen wollen. Ich würde hier eher an Botseite spielen. Die werden eh wieder auf mich gehen wollen. Ja, genau, deswegen kann ich. Ja, die Topside-Kontrolle aufbauen. Ich mach die Spiel mal die nächste Figur spielen. Dreimal Mitte. Ich kann nur die anderen Spiel kommen, wenn die überhaupt. Gangplank Flash raus und Ult raus. Auf die Seraphine. Ah, ich dachte, also sie kommt mit. Qiyanas Bot. Ich dachte, das wäre offensichtlich, dass wir. Ich versuche schnell die Wave zu kitten. Qiyana immer noch Bot. Da ist ein Lubov ab. Actually, also sie hat schon Lubov. Der läuft aus. Ja, das fühlt sich aus. Okay. So. Ja. Wir haben Mitte immer noch die Cryo. Ich hab Top den gleichen Schubert, also. Ich hab hier einen Toller stehen. Alles klar. Die Tee wird zum Bot kommen wieder. Ja, soll kommen. So, wir haben jetzt auf der nächsten Wave hier, können wir Mitte richtig pressuren. Eins. Nein, ihr könnt Mitte Tower? So, ja. Gameplay kommt. Die Wave schon gelöscht. Fast Damage, Gangplank, fast Damage. 15 Sekunden auf Ult. Super fein. Können wir Azir helfen? Yes. Aber das ist okay.
Dort mit Lane. Hier unten werden Sachen gemacht. Ja, oh ja, wir chillen, wir chillen. Die kommen zu euch, wir kommen dazu. Wenn du Tilt wächst, komm ich frei. Raus, dann ich raus, dann. Diana, no worries. Diana ist aber tot. Wir können einfach Alistar nehmen, Alistar, I guess. Nehmen, ja. Alter, ist der Tank. Ich sterbe actually noch. 3 Sekunden. Alter, da kommen ganz viele Qs geflogen von der. Scheiße. Nicht alle Minions killen, Jungs. Ich bin Irelia. Das ist ein bisschen scheiße. Das mache ich irgendwie auch ein bisschen passiv. Ja. Wenn ich dann nicht von der Seraphine Ulte erwischt werde. Ich kann froh sein, dass die Kaiser Ding kauft. Collector statt Elia. Ja, ich hab Frozen Heart. Soll die kommen? Ich wollte es mit der Q hier. Ich hätte gerade geultet, Lukas. Ich hätte nicht vorher DE gemacht. Das war mein Bad. Ah, okay. Ich stand ja schon in denen drin. Ich stand ja genau so. In der Seraphine. Ah, dann warst du vor mir. Gut. Ja, ich hab die Ulti gekriegt. Ja, ich wollte die Ulti bashen, also alles gut. Byron? Ich hatte eigentlich. Ich geh kurz die Seraphine killen. Ne, wenn schon direkt. Ja. Pass auf, Flo, die. Ja, ja. Wir müssen ja nichts overfacen. Also ist okay, wenn du sie tötest, aber ja, wenn die halt zu dir kommen, bist du wahrscheinlich genau. Nö. Ja. Tatsächlich nicht. Also die covern ihre Teammates irgendwie jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Oh, Diana, top. Ja. Kriegen wir eine Soul for free. Also die hätten... also ein gutes Team hätte die Seraphine da gecovert. Also. Darf ich mit der Rock? Ich wusste, dass sie die nicht covern, ich bin ja hier vorher durchgegangen. Kiana kommt über mir. Direkt so. Drake, ne? Ja, okay. Solo. Ihr könnt zum Nash eigentlich. Ja, die sind mit drei, vier Leuten bei mir. Erstmal den Drake hier schnell sichern, damit ich mit dir moven kann. Der Loch ist nur am Leben, ne? Von dir. Rechtzeitig wären wir nicht da gewesen. Nee, könnt ihr auch nicht. Ich würde hier einfach. Macht schon viel AP-Schaden, ja. Damit ich dem Alistar auch Schaden mache. Und dann. Können wir. Actually. Der Catch ist ziemlich gut. Das ist so traurig, dass das nicht funktioniert. Lass mal jetzt auf Nash move. Die haben keine Kaiser-Ult und ich glaube, der hat auch geholt in Nocho. Ja, der Nash ist free. Ja, der Nash ist free. Ach, und wir dachten genau das gleiche, ey. Ja, Diana wird ulten. Haben wir einen Block von. Ja. Auf dem Weg. Okay. TP in 15. Ich hab mein Item. Wir haben also Rede noch nicht. Wollen wir Sideland spielen oder Gruppen? Ich habe das Gefühl, dass Seraphine zu viel Wave klärt, deswegen müssen wir Sideland spielen. Ja, ist kein Problem. Wir können Sideland. Ja, schon. Und Flo ist hat auch gerade einfach fast ein 1 gegen 4 gewonnen. Also. Ich mach Dinge. Ich gehe einfach Botseite, mache Dinge und ihr geht in der Zeit das Game beenden, okay? Da sind nämlich 3 Leute, die renne ich jetzt rein. Ja, du hast einen Ocean Soul jetzt. Ja. Also jetzt bist du echt unsterblich, glaube ich. Imagine Flo hätte die Ostzoll gehabt, als er da gefightet hat. Das wäre wild gewesen, ja. Jana kommt zu uns hier, von uns. Ihr müsst kurz warten, ich habe da noch keine Pressure, die laufen weg irgendwie von mir. Wir sind fein. Die Kerner wird hier sein. Ich hoffe doch. Ja. Ja, da kommt sie. So, wir warten auf Top-Lane-Push. Du kannst Botlane jetzt richtig durchpushen. Ich push richtig durch. Gangplank kommt wieder hoch. So. Wenn die hier fighten können, nehmen wir das, ne? Ja. Wir sind stark genug. Wir haben Traumschild. Ich mach den Turret. Wieso tank ich? What the fuck? Ja, gut engage. Auf jeden Fall. Nice Block. Digga, wie ich da 2 Türme tanke. Oh, das shit. Kicke. Schönes erstes. Ja, das war ein sehr cooles Game. Ja, fast. Also. Ja, von mir nicht so, aber. Für mich war das war ziemlich clean. Also, von. So. Ich kann nicht mehr. I don't give a shit, was da top end passiert, du hast gewonnen. Also. Ja. Ist okay. Hey Jungs, wir müssen mal. Um Gottes Willen! Also Jungs, Sorry. Es gibt ja auf dem Discord, gibt's ja so ein Meme-Page, ne? Ja. Einer muss mal ein Meme machen mit
Tom spielt Braum. Und dann Braumschild blocken. Das ist insane. Ich kriege es nicht geschissen.